Am Montag übernimmt Robert Michol die Arbeit als Trainer der Austria Klagenfurt. Die Aufgabe bei den Violetten reizt ihn besonders. Ja, gut, zuerst denkt man sich immer Austria Klagenfurt, schwerer Job. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, als Spieler war das auch immer meine Stärke, ich wollte immer was erreichen. Und ich will jetzt auch mit der Austria wieder was erreichen, weil ich war ja schon einmal als Spieler bei der Austria zu einer schweren Zeit. Da haben wir es eigentlich auch geschafft und ich glaube, dass wir das auch jetzt wieder schaffen werden. Dass ihm einige vorwerfen, er habe nicht genug Erfahrung als Trainer in der zweiten Liga, sieht er gelassen. Ja, ich glaube, das ist im Fußball normal. Wie gesagt, ob es jetzt einer vielleicht besser macht, der schon in der Bundesliga trainiert hat, das ist sei dahingestellt. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde natürlich schauen, dass wir mit der Mannschaft unsere Ziele erreichen und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Beim Spiel in Lafnitz war Michol schon als Zuseher dabei. Vor allem das Verwerten der Torchancen soll jetzt verbessert werden. Wie soll ich sagen, aber einen besseren Abschluss, dann wäre es der 70. 3-0 für die Austria gestanden und das Spiel wäre erledigt gewesen. Und ich glaube, an dem müssen wir einfach arbeiten. Weil wie gesagt, Chancen waren gestern auch da und jetzt müssen wir nur schauen, dass wir so weiterarbeiten. Am Samstag wartet mit dem Heimspiel gegen Ried gleich ein harter Brocken bei der Premiere. Michol will an die Leistung in Lafnitz anknüpfen. Ich glaube immer so, im Fußball gibt es keine leichten Gegner. Im Prinzip ist es einfach wichtig, dass wir unsere Leistung bringen werden und auf das werden wir jetzt die ganze Woche hinarbeiten. Und wie gesagt, wenn wir unsere Leistung bringen, was ihr gestern gesehen habt, dann wird es schwer sein, gegen uns zu gewinnen. Zumindest das Siegerlächeln würde schon perfekt sitzen.